six sugar rolls. It takes a little to please me. Go cross me off your list. Not used to being part of a world that don't exist. I'm giving up the fight. I'm never getting paid, but somewhere there's a lie. I couldn't care less, but sunny or shine. I couldn't care less what broke me this time. I couldn't care less, that's why I'm drumming it out. I couldn't care less, that's all I care about. Such a good drama, oh oh. Such a good drama, oh oh oh. I couldn't care less, that's all I care about. But why? Cause I ain't got the time. Some things could be better, but there's too much on my mind. I couldn't care less, but sunny or shine. I couldn't care less what broke me this time. Just think it's Hello. We're gonna give a party. Do you want to come? No, thank you. Very nice. Just very nice. Cheers. Such a good job. Wow, was denn? Also ich wünsche mir für das neue Jahr, dass ich meine Prüfung schaffe. Ich glaube, du bist sowieso die beste Designerin an der ganzen Schule. Was wünschst du dir? Ich wünsche mir fürs neue Jahr, dass wir eine Wohnung finden und endlich zusammenziehen, wenn du wieder da bist. Und dann möchte ich unbedingt nach Indonesien. Und ich will im neuen Jahr verdammt guten Sex haben. Ich wünsche mir einen Mann. Einen coolen, netten Mann. Einen, der es ernst meint. Ja, und die, die es nicht ernst meinen, die nehme ich dir dann gern ab. Mhm. Kommen davon heute Abend ein paar? Mit Sicherheit, ja. Thank you.
Mach schön viel Zwiebel rein, ne? Letztes Mal war ja nicht so doll. Ich habe in den nächsten Tagen 4 Wohnungsbesichtigungen. Und die eine wäre schon ab nächsten Monat frei. Willst du nie noch warten? Sehen, wie dein Studium so läuft. Ich will ausziehen. Mama, mir fällt die Decke auf den Kopf. Willst du mich also mit dem hier alleine lassen, ja? Du kannst ja ein bisschen Muskat dran machen. Das gibt so ein feines Aroma. Und das bringt Action im Schlafzimmer. Wir können zum ersten schon einziehen. Wahnsinn! Wir werden hier so eine tolle Zeit haben. Ist da auch Platz für einen Yoga-Raum? Yep. Yoga, Kino, Ficken und Partyzimmerraum. Ja, genau. Und schau mal hier, es gibt sogar einen Balkon. Wow, schön. Siehst du? Hier ist es super. Nur der Makler, der ist ein bisschen spießig. Geil, oder? Perfekt. Ja, ich bin Rob. Hast du den Ball? Mach die Mauer. Yes. 3-0, oder? So, pass auf. Ich hab beide Angst. Den Husten habe ich seit 3-4 Monaten und dieses Stechen so seit ungefähr Silvester. Und meine Mutter meinte, damit soll ich zum Spezialisten. Können Sie das Stechen genauer beschreiben? Also wenn ich mich anstrenge, dann sticht es hier und hier hinten. Und beim Husten, da schmerzt es. Ist gynäkologisch bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, ich hatte seit 2 oder 3 Monaten meine Tage nicht. Aber ich war schon beim Frauenarzt und ich bin nicht schwanger. Und der hat dann noch meine Brüste untersucht mit dem Ultraschall. Und die sind soweit auch okay. Und wenn was weh tut, gleich Bescheid sagen. Das kann ein bisschen unangenehm sein. Gut. Den Mund bitte offen lassen. Mal kräftig husten. Gut, Sie können sich wieder anziehen. Klinisch ist bei Ihnen alles in Ordnung. Aber ich werde jetzt noch ein Röntgenbild und einen Bluttest machen lassen. Und dann melde ich mich bei Ihnen. Okay. Und was fängst du jetzt an? Soziopolitisches Verhalten südamerikanischer Urvölker. Einführung in die Geschlechterforschung und postmodernes schwedisches Theater. Und dann fährst du Taxi. Ja, Hauptsache, sie fängt was an. Politiker müssen auch Theater spielen können. Macht alles Sinn. Ich finde, man sollte sich überlegen, was man später arbeiten möchte und danach sein Studium ausrichten. Kann ja nicht jeder mit 10 schon wissen, dass er International Business Economics, wie heißt es? International Business and Economics. Hat sie doch gemeint. So, dann wollen wir jetzt essen. Hm? Hallo? Dr. Konrad? Ja, ein bisschen stören Sie schon. Nein, Scherz. Okay. Gut. Bis morgen.
Und? Was hat er gesagt? Ich soll morgen noch mal für eine Untersuchung kommen, halb so wild. Jetzt nimm das mal bitte ernst, wenn der hier abends anruft. Der hat mich halt oben ohne gesehen und will jetzt mehr. Sophie, ich komm morgen mit. Brauchst du nicht, Mama. Mach dir keine Sorgen, ja? Aber ruf an, wenn du uns brauchst. Ich ruf an, wenn ich mit ihm fertig bin und mich wieder angezogen hab. Und guten Appetit. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Papa, gib schon mal Scheiß. Hallo. Sophie. Papa. Danke, dass du gekommen bist. Klar, Hase. Das ist bestimmt nichts Schlimmes. Frau Ritter, ich bin Dr. Leonhard. Dr. Konrad ist auf einem Kongress und hat sie an mich überwiesen. Ich warte hier auf dich. Ja. Sie sind der Vater? Dann kommen Sie bitte mit. Wir haben jetzt alle Befunde, Labor, Röntgen und Computertomographie und auch die der Gewebeentnahme. Und ich muss Ihnen leider sagen, die Ergebnisse sind nicht gut. Sie haben Krebs. Es handelt sich um eine sehr seltene und sehr aggressive Krebsform. Der Tumor sitzt hier am Brustfell. Wir müssen sofort eine Kernspintomographie und eine Sintomographie durchführen, um zu sehen, ob Krebs nicht auch schon in den Knochen oder das Gewebe vorgekommen ist. In acht Wochen haben wir eine erste Untersuchung daraus gesehen. Aufgrund der Lage des Tumors ist eine Operation kontraindiziert und in anderes Gewebe vorgedrungen ist. Dann wissen wir, ob und wie wir Ihnen helfen können. Was soll das heißen? Mama hat sich auch erstmal alles schlecht angehört. Und dann hat sie es doch geschafft. Dann geht's doch nicht um Brustkrebs. Hast du gehört, was du gesagt hast? Ich hab Angst. Ich auch. Aber es wird wieder gut, ich weiß das. Es muss jetzt da wieder reingehen. Die müssen die Untersuchung machen, bitte. Die radioaktive Substanz muss 3 Stunden einwirken. Dann machen wir die Aufnahmen. Papa? Thank you.
Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Also ich darf das eigentlich nicht. Aber wir müssen keine weiteren Aufnahmen mehr machen. Es sieht gut aus. Meine Knochen. Die sind frei? Ja. Oh mein Schatz. Ja, ja. Hast du gehört, Papa? Meine Knochen, die sind frei. Ja, die Knochen und die anderen Organe sind frei. Das ist gut, Schatz, das ist gut. Aber aufgrund der Lage des Tumors ist eine Operation kontraindiziert. Das heißt, nicht möglich. Wie geht's jetzt weiter? 32 Wochen Chemotherapie stationär. In 8 Wochen machen wir eine erste Untersuchung, um zu sehen, ob die Therapie anschlägt. Wenn der Tumor nach den 32 Wochen nicht verschwunden ist, wovon ich ausgehe, werden wir eine Bestrahlungstherapie anschließen. Wie stehen meine Chancen? Mehr oder weniger als 50%? Mehr oder weniger. Aber wir beide werden hart daran arbeiten, dass Ihre Chancen steigen. Wir fangen morgen mit der Behandlung an. Das Rhabdomyosarkom ist ein hochbösartiger Weichteiltumor, der aus entarteten Zellen der Skelettmuskulatur. Prognose: Die Überlebensrate bei Erwachsenen ist mit ca. 15% deutlich schlechter als bei Kindern und Jugendlichen. Hey, Bella. Hey, Süße. Wie geht's dir? Ich bin krank. Die haben meinen Tumor an meinem Brustfell gefunden. Ich habe Krebs. Bella? Bella? Mit meinem Rechner stimmt was nicht.
Wie schlimm ist es? Nicht gut. Ab Montag kriege ich Chemo. Und operieren kann man es nicht. Und wenn der Tumor durch die Chemo nicht kleiner geworden ist, dann war's das. Im Internet steht 15% Heilungschance. Im Internet steht auch, dass Michael Jackson noch lebt. Ich komme morgen. Ich nehme den ersten Zug. Nein. Du hast dort eine Prüfung. Sophie? Hm? Du wirst gesund. Hm. Bis bald. Soll ich es meinen Freunden sagen? Es hat noch Zeit. Ich treffe mich morgen mit Rob und den anderen. Sollst du tun, als wäre nichts? Wenn du dich danach fühlst, dann sagst du es ihnen. Mama? Glaubst du bei mir? Spieler. 15% davon sind 3 Spieler. 3 Menschen überleben. 15%. Hey Sophie! So ist das. Wenn du nicht dabei bist, verliere ich. Ich geh mal Bier holen, kommst du mit? Was ist los? Ich war beim Arzt wegen dem ewigen Husten. Ich hab Krebs. Wird mir schlecht. Nicht, dass du mir Nacken kotzt wie damals auf der Fahrt nach Italien. Tschüss, tschüss. Hallo? Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Sophie Ritter, sie wird ab heute hier behandelt. Folgen Sie mir bitte.
Frau Ritter, wir sehen uns gleich morgen früh. Bastian wird sich um Sie kümmern. Ärzte sind nun mal so. So, die Nachtschwester kommt gleich und wir beide sehen uns morgen früh wieder. Ich bin der Weckdienst. Frühstück ans Bett und so weiter. Ich krieg Kopfschmerzen, so weiß ist das hier. Hier soll ich es monatelang aushalten. Wir kriegen das schon hin, mein Schatz. Ich hab noch was für dich. Schau mal, hier, mein Glücksbringer. Danke, Mama. Ich habe alle Chemotage hier markiert. Siehst du? Dann kannst du jeden Tag abstreichen, den du geschafft hast. Und hier die Untersuchung. Mir hat das damals sehr geholfen. Mama, ich mach das schon. Geht ihr mal nach Hause. Komm, Inge, sie will alleine sein. Tschüss. Pauke. Hallo, meine Liebe. Hallo. Ich vertraue dir mein Kind an. Hallo. Hallo. Ich bin Pauke. Ich kenne deine Mutter nur. Sophie. Komm, wir lassen die beiden mal. Ja, genau. Raus hier. Wir haben zu tun. Du hast dich ja schon eingerichtet. Ja, nur die Minibar habe ich noch nicht gefunden. Ja, das ist der Notfallknopf. Dann komme ich sofort. Komm, ich zeig dir das Bad. Notfallknopf neben dem Klo. Und noch einer in der Dusche. In ungefähr 3 Wochen werden dir die Haare ausgehen. Die Haare dann bitte nicht ins Klo werfen, das verstopft sonst. Meine Augenbrauen und meine Wimpern? Wahrscheinlich auch. Und unten? Auch. Na toll. Eine Babymuschi. Trägt man das jetzt nicht so? Ja. Spart Zeit. Also, wenn du irgendwas brauchst, hinten links ins Schwesternzimmer kommen oder auf den Knopf drücken. Ich bin Sophie. Kann ich bei dir vorbeikommen? Okay. Mhm. Ja, ist mehr bewegt. Ja, ja, genau. Ja. Ich lege Ihnen jetzt einen Zugang. Sie bekommen dann 3 Spritzen gegen Übelkeit und zur Beruhigung. Sie bekommen 3 Tage Chemo, im Anschluss 2 Tage Kochsalzlösung und Bluttransfusion. Ihre Aufgabe wird sein, die aggressiven Medikamente und die Nebenwirkungen zu ertragen. Ifosfamid, ist das die Chemo? Ja, zusammen mit Vincristin und Actinomycin. Die Kombination der Medikamente verstärkt die Wirkung. So wie ein guter Cocktail. Ja. Aber der läuft 3 Stunden durch. 3 Stunden? Oh Mann.
Wenn der Zugang sich irgendwie lockert, klingeln Sie bitte sofort. Da darf wirklich nichts rauslaufen. Die Flüssigkeit würde sonst die Haut verätzen. Die Chemo verätzt die Haut? Den Tumor aber hoffentlich auch. Ich sehe jeden Tag nach Ihnen. Bastian wird Ihnen in Zukunft die Infusionen geben und die Zugänge erneuern. Kann er das? Keine Sorge. Die habe ich mir alle selber gestochen. Ich habe gelesen, dass meine Heilungschance nur bei 15% liegt. Stimmt das? Das habe ich aus dem Internet. Das ist ein Durchschnittswert. Ich glaube daran, dass Ihre Chancen besser stehen. Bis morgen. Fühlst du dich okay? Spitze. Danke. Hallo, hallo? Sag's, hey, komm rein. Ich häng hier fest. Alles frisch, alles bio. Guck mal, wen ich unten noch gefunden habe. Rob, hey. Hey. Hallo. Hallo, Rob. Die bearbeitet und dir ein paar Abzüge gemacht. Das bedeutet mir viel Danke. Herrlich. Das wird unsere Weihnachtskarte. Was meint ihr? Alles, was jetzt kommt, ist ungewiss. Ein gefährliches Abenteuer, von dem ich nicht weiß, ob ich es überleben werde. In meiner Familie hat jeder eine neue Aufgabe übernommen. In der ersten Woche ist meine Mutter rund um die Uhr bei mir. Meine liebe, treue Mama. Man fürchtet sie auf der ganzen Station. Nein, 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 was machen Sie denn da? Wo ist Bastian? Der soll das machen. Kein Tag vergeht, an dem sie sich nicht die Lippen rot nachzieht. Mein Vater weiß alles über meine Krankheit. Er recherchiert und organisiert und will alles wissen. Er kennt meinen grässlichen Arzt besser als ich. Ah, gut, dass Sie da sind, Friedrich. Ich wollte noch mal nachfragen, wegen der Neurofibromatose. Heute gibt es frische Minestrone, ne? Mit Tomaten, Aubergine, Sellerie. Wie Saskia es neben ihrem Studium und dem Job noch schafft, für mich einzukaufen und zu kochen, ist ein Rätsel. Erbsen, Muskatnuss und Spezialwunderzutat, Schwarzkümmel und Distelöl. Hast du ein bisschen Hunger heute? Gar nicht? Du vielleicht? Meine Aufgabe ist simpel. Ich bin krank und soll gesund werden. Ich soll diese Scheiße einfach hinter mich bringen. Das ist gut. Du schwitzt alles raus.
Wenn der Kleiderhaufen kleiner wird, wird der Tumor kleiner. Jetzt schon, ja? Jo. So kann ich nicht rumlaufen. Entweder ganz oder gar nicht. Du bist sicher, dass du das Teil nur für dein Bad benutzt? Ja. Ready? Ready.
Jetzt kann es jeder sehen. Jetzt weiß jeder, von welcher Station ich komme und was ich habe. Sophie. Mama. Wie wäre das? Du siehst aus wie Papa. So, die müsste passen. Gibt's nur die? Wir haben dieses Modell auch in Schwarz. Wir haben immer die neuesten Modelle aus Japan und China. Die modernen Frisuren, wissen Sie? Genau das Richtige für junge Mädchen wie Sie. Das sind die neuesten Modelle aus Japan. So schlecht ist die doch gar nicht. Muss dich erst dran gewöhnen. Ausprobieren, Sophie. Spiel ein bisschen damit rum. In ein paar Tagen bist es ganz du. Ich sehe aus wie von Playmobil. Bella? Riechen? Prüfung bestanden. Prüfung bestanden. Ah! Was hast du da auf dem Kopf? Gab's nichts Besseres? Kannst du hier raus? Basti? Prinzessin! Na? Stöpselst du mich ab? Bella und ich wollen raus. Es ist ja nur die Kochsalzlösung. Bitte. Ausnahmsweise. Aber wehe, du sagst ein Wort zu Dr. Leonard. Danke. Du bist ein Schatz. Ich weiß. Sie sehen aus wie meine Haare. Hältst du mal? Wieder aus wie du. Die da. Das sieht toll aus. Wenn du jetzt rot bist, kannst du auch noch blond werden. Hey,
bin ich blond. You got no clue about it. You can dress, but hey, you can hide. Oh, well, I'm afraid. This time I'm losing, this time I'm afraid. Hallo, Süße. Ich habe gelesen, Hülsenfrüchte und Leinsamen sind gut fürs Immunsystem. Also habe ich im Biomarkt zugeschlagen. Außerdem habe ich da die komplette Staffel Desperate House. Nicht gut? Ich dachte, gegen die Betonfrisur ist das ein Knaller. Ich sehe meine schöne Schwester wieder. Sophie, was machst du denn hier? Laber nicht rum, hau rein. Nicht in deinem Zimmer? Nein. Heute wollte ich mal sehen, wie die anderen ihre Chemo bekommen. Wie fühlen Sie sich? Ich hoffe, es ist okay, dass ich hier nicht wie eine deprimierte C1-Gefangene rumlaufe. Steht Ihnen das Rot? Du hast Glück, Mädchen. Du bist jung und kräftig. Du hast bessere Chancen. Hab ich ein Glück? Ja, ich hab wirklich Glück. Bin ein echter Glückspilz. Glück, weil er schon so alt werden durfte und Kinder hat oder sogar Enkelkinder. Und ich, weil ich so toll früh Krebs kriegen durfte. Und da macht's noch mehr Spaß. Wir sind alle echte Glückspilze. Morgen. Morgen. Wer ist das? Das ist Chantal. Sophies Blog. Schau. Wow. Dann
Meinst du, mir schreibt jemand? Na klar. Ich will hier raus. Ja. Bald. Nein, nicht bald. Jetzt. Ich will mitmachen und mitleben. Trotz Krebs. Was willst du machen? Ich will kuscheln. Meinst du, mich will noch irgendein Typ? Sag mal, ist das wegen den Haaren, dass du so horny bist, oder? Ja. Daisy will einen Mann. Was willst du denn für einen? Einen, der mir sagt, dass er mich will. Und einen, der mich einfach packt und nimmt und mir keine Wahl lässt. Ja. Ich muss los, Süße. Und bis die Tage, ne? Bis bald. Du willst jetzt einfach so zur Uni? Ich habe Bedürfnisse, Bella. Wegen der Chemo zwar nicht morgens und abends, aber trotzdem. Mal, wie viele Haarlack hast du hier drin? Eine Tonne. Basti? Ja, Prinzessin? Stöpselst du mich ab? Ich kann einfach keiner Frau was ausschlagen. Das hat meine Mama schon immer gesagt. Ja, ja. Eine Möglichkeit zum Selbstsein ist das Bewusstsein um die Sterblichkeit. Menschliches Dasein ist durch die Zukunftgerichtetheit dann letztlich Sein zum Tode. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche. Ich finde die Texte von Heidegger ziemlich ambivalent. Ambivalent? Stimmt. Ich habe Sie noch nie in der Vorlesung gesehen. Wie heißen Sie? Lydia. Henning. Hm. Ja. Du magst doch Tofu, oder? Klar. Sonst was? Gläschen Wein. Hast du Saft? Ja, Rhabarber, Lemongrass, Papaya. Rhabarber. Rhabarber. Danke. Erst essen? Okay. Mm. Mm. Hast du Ketchup? Mhm.
Okay, ich muss dir was sagen. Ich bin krank. Krebs. Ich bin total kahl und das ist eine Perücke. Du sagst ja gar nichts. So erschrocken. Nee, gar nicht. Also, doch, ja, natürlich. Aber ich will dich immer noch gerne küssen. Du willst mich trotzdem gerne küssen? Und mein Kahlkopf und dass ich vielleicht bald sterbe? Na und, du bist doch immer noch Lydia. Bleibst du nicht über Nacht? Nein. Ich kann's nicht. Und ich will's nicht. Aber danke für den schönen Abend. Ich kann's noch. Ich zähle noch. Ich bin noch attraktiv. Jetzt kurz vor der Untersuchung ist mir der Tod wieder ganz nah und meine Angst wird größer. Nicht die Angst vor dem Sterben, sondern das Todsein. Der große Prozess des Menschseins. Geboren werden. Sterben. Das große Ganze. Hallo. Hallo. Wen hast du denn da auf dem Kopf? Das ist unsere Sue. Sie ist immer ein bisschen streng. Das stimmt doch gar nicht. Hallo, mein Schatz. Morgen haben wir es geschafft, hm? Habe ich was Falsches gesagt? Sag's, was hast du mitgebracht? Ich hab Hunger. Scheiße, es tut mir leid, Sophie. Ich hatte eine Lasagne im Kühlschrank und vorher hat sie gegessen, weil er nicht wusste, dass sie für dich ist. Bist du bescheuert, oder was? Ich hol dir gleich was anderes. Der ist nicht bescheuert. Entspann dich mal, ja? Das meiste, was ich extra koche und dir mitbringe, landet eh im Klo. Oh, entschuldige, ich wusste ja nicht, dass das so ein Stress für dich ist. Es ist kein Stress. Alle kümmern sich um dich, also kack mich nicht an. Kannst du bitte wieder die andere Perücke aufziehen? Die süße Blonde da, die war nicht da. Ich streich den Tag mal durch. Ich mach das nicht, du. Und wir haben gar nichts geschafft. Das ist mein Krebs. Es ist total egal, was ich mache, weil bei dem einen bleibt der Krebs weg und bei dem anderen kommt er wieder. Und keiner weiß, wieso. Sophie. Nein! Ich will alleine sein. Geh. Hey, hallo. Hallo. Hey. Hey. Was ist los? Morgen ist die Untersuchung. Und ich habe solche Angst. Ich habe auch Angst. Hier. Hey. Hey. Komm, wir gehen zu mir. Sopranos gucken. Und ich will, dass du bleibst über Nacht. Dann schlafe ich auch bei dir? Ja, geht das nicht? Einfach schlafen? Sonst nichts? Geht schon. Hallo. Hallo. Na, zufrieden? Sehr. Ich brauche was, damit die Perücke besser hält. Also wirklich, auch wenn man krasse Bewegungen macht. Was haben Sie denn vor? Ach so. Einhard wird das regeln. Er weiß, was er der Familie schuldig ist. Bist du dir sicher? Nein, ich rede mit dir, ja?
Hm. Funk. Wow. Setz sie doch ab. Ich kann auch nicht. Fühl mich besser mit. Du bist wunderschön, oder? Lydia? Hm? Wenn du Sophie morgen siehst, sag ihr, alles wird gut. Ich habe mich an die Infusion gewöhnt, an das Blut, an die Tabletten. Aber ich habe Angst vor dem, was jetzt kommt. Daisy kann flirten, Sue kann kämpfen. Aber Sophie hat eine Scheißangst. Was, wenn es nichts genützt hat? Hallo. Tag. Hallo. Guten Tag. Der Tumor ist tatsächlich kleiner geworden. Die Behandlung wirkt, aber das reicht noch nicht. Die Behandlung muss nachhaltig wirken und Sie müssen weiter durchhalten. Ja. Wenn Sie möchten, können Sie gerne übers Wochenende nach Hause. Wirklich? Danke. Wolltest du schon wieder? Nein, nein. Ich pack dann schon mal meine Sachen. Papa nimmt dich mit, ich fahr schon mal vor. Gut. Friedrich. Herr Ritter? Inge hat eine Überraschung für dich. Vor der Tür. Behauptet, er ist eingeladen. Hab's dir gesagt, oder? Holla, die Waldfee. Freunde, die Vögel. Weiß ich nicht. Solange es dir gut tut, Viehchen. Nimm ihn für jetzt. Meint ihr, das ist okay mit dem Rum? Ey, wisst ihr, wie viel Gift in meinem Körper ist? Das bisschen Rum haut mich nie um. Prost. Prost. Auf die Freiheit. Oh.
bist du gar nicht müde. Ich will nie, nie wieder schlafen. Wollen wir mal gehen? Was? Wollen wir mal gehen? Leben heißt sich verändern. Immer und immer wieder. Das wissen die Jahreszeiten und das weiß jeder Baum. Noch 24 Wochen bis zur nächsten Untersuchung. Gut, dass es Perücken gibt. Perücken sind mehr als nur Haare. Sie machen etwas mit mir. Dass ich anders aussehe, bewirkt, dass ich mich anders fühle. Für Stammkunden gratis. Blondie interessiert sich nicht für Schleim und 0815-Männer. Blondie kann man nicht so einfach beeindrucken. Blondie liest Sartre. Sue lässt sich keinen Scheiß erzählen. Für Sue haben die Leute Respekt. Pam ist der Kumpeltyp. Sie spielt Kicker, trinkt Bier und will einfach alles vergessen. Yes! Yes, Baby! Platinas Heimat ist die Tanzfläche. Sie ist die Königin der Nacht. Ich habe Ihre Blutwerte von heute Morgen gesehen. Bisschen was getrunken am Wochenende? Darf ich das nicht? Sie müssen auf sich aufpassen. Ihre Werte müssen stabil bleiben und Sie fit. Sonst verkraften Sie die Behandlung nicht. Bis dann. Das ist mein Kampf. Mein Schicksal. Mein Krebs. Meine Scheiße. So. Aber ich weine jede Nacht wegen der Viechchen. Oh nein! Komm nicht so schnell. Vorsichtig.
Ihre Venen und Ihr Kreislaufsystem sind geschwächt. Wir werden Ihnen deshalb unterhalb des Schlüsselbeins einen Portkatheter einsetzen. Dann gehen die Infusionen direkt hier hinein. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen Abwechslung gebraucht. Aber jetzt bin ich doch wieder ganz brav. Damit hat das nichts zu tun. Hier waren schon Alkoholiker, die keinen Port gebraucht haben. Ich frage mich, wie die anderen das machen. Jeder findet wohl irgendwas, woran er sich festhalten kann. An ein Leben nach dem Tod glauben oder an das Paradies, wo Milch und Honig fließt und Jungfrauen tanzen und... Darf ich? Klar. Magst du? Ich sollte auch nicht, aber scheiß drauf. Ich bin Chantal. Ich habe deinen Blog gelesen. Echt? Woher weißt du, dass ich das bin? Ja, du schreibst von dem Krankenhaus hier. Und dann habe ich dich an deinen Perücken erkannt. Das ist Sue, oder? Ja, genau. Am Anfang war es bei mir auch so, dass ich unbedingt weitermachen wollte. So wie alle anderen auch. Aber du musst dein eigenes Leben mit dem Krebs finden. Was ist, wenn ich es nicht finde? Tust du doch schon. Ich mag total, was du schreibst. Ehrlich? Ich wollte erst nur die erste Seite lesen und dann habe ich alle Tage gelesen. Was hast du für einen Krebs? Brustkrebs. Unheilbar. Sie geben mir noch 2 bis 3 Jahre. Aber ich freue mich einfach, dass ich noch da bin. Wie sieht's bei dir aus? In gut einer Woche ist die nächste Untersuchung. Ich habe schon wieder total die Hosen voll. Lass dich nicht von deiner Angst verrückt machen. Konzentrier dich auf die letzte Untersuchung. Die war doch gut, oder? Ja. Siehst du? Okay. Und? Sieht gut aus. Das haben die sehr schön gemacht bei dir. Du wirst sehen. In einer Woche gehört der Port schon ganz zu dir. Hast du eigentlich Kinder? Mhm. 2 Jungs. 13 und 15. Beide voll in der Pubertät. Ich sag dir, das ist echt hart. Ich hoffe, das hört bald auf. Ja, bei Männern erst mit 35. Gute Nacht. Nacht. Was machst du denn für Sachen? Ja, wilde Geschichten gehört. Ich hab's übertrieben, ich weiß. Und was war das für ein Typ am Wochenende? Ach, irgend so einer, der war genauso betrunken wie ich und der hat sich tierisch erschrocken, als ich ihn angekotzt hab. Ja, und lief da was, oder? Nein, Quatsch. Vergiss es. Ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich. Ich muss zur Ruhe kommen. Ein paar Stützstrümpfe. Gebraucht. Die ist ja toll. Siehst du, kriegst du keine Perücke. Eine brave Frisur wäre mir lieber gewesen. Ja, für ein braves Mädchen, das gern zu Hause sitzt und Tee trinkt. Auf den schönsten Geburtstag, den ich je hatte. Weil ich noch hier sein darf. Schön, dass ihr alle da wart. Wie? Jetzt noch nicht? Ich glaube, noch ein bisschen. Wird alles gut werden bei der Untersuchung morgen. Wirst sehen. Gute Nacht. Gute Nacht, Fischchen. Schlaf gut. Träum was Schönes.
Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht. Ist das eigentlich echt Haar? Was ist denn das echt Haar? Na, diese Perücke, ob das echt Haar ist. Ja, erst Mama und jetzt Sophie. Warum bin ich gesund? Weil du für uns alle da sein musst. Nicht atmen. Ausatmen. Der Tumor hat sich nochmals verkleinert, Sophie. Die Behandlung macht, was sie soll. Ganz weg ist er natürlich noch nicht. Deshalb werden wir jetzt mit der Bestrahlung beginnen. Ich überweise Sie direkt an meinen Kollegen Dr. Neumann hier im Haus. Die Erhaltungschemo führen wir ambulant weiter. Dann sehe ich Sie nicht mehr. Ich bleibe natürlich Ihr Arzt und Sie können jederzeit vorbeikommen. Wenn die Chemo anschlägt, denken die Angehörigen, es ist geschafft. Es ist der Weg bereitet für die richtige Behandlung, mehr nicht. Ob Sie die Krankheit besiegen oder nicht, hängt jetzt von der Bestrahlung ab. Aber nun machen Sie sich erstmal ein paar schöne Tage. Ja, das kriege ich hin. Hallo. Hallo. Darf ich? Hm? Wer bist denn du? Ich bin Sophie. Und du? Ich bin Emil. Kriegst du auch die Strahlen? Ja, bald. Wo hast denn du Krebs? Hier in der Lunge. Und du? Im Blut und in den Knochen. Das ist schlecht, das weiß ich. Wie alt bist du? 22. Und du? Das weiß ich schon gar nicht mehr so genau. Ein paar hundert Jahre oder so. So alt, ja? Meine Oma hat gesagt, jeder Tag, den ich lebe, zählt wie 10 Jahre. Dann bist du bald der älteste Mensch auf der ganzen Welt. Das bin ich jetzt schon. Emil? Auf geht's. Viel Glück, kleiner Mann. Chantal und ich sind seit dem Einmal im Park Freundinnen geworden. Sie redet, als ob der Tod nur die nächste Station auf einer Reise ist. Und als ob wir da alle gar nicht alleine sind. Wieso fährst du mit Annabel weg? Du fährst doch auch weg. Nee, ich habe den Job abgesagt. Wieso? Ich dachte, wir könnten zusammen wegfahren. Ich will nicht, dass du wegen mir irgendwas absagst. Das war doch ein guter Job, oder? Ich verbringe aber lieber Zeit mit dir. Ihr tut alles so, als würde ich 100. Aber ihr verhaltet euch, als sterbe ich nächste Woche. Ja, stimmt, du hast recht. Ich hör auf damit. Ich bin noch nicht aus der Welt. Nur ein paar Tage weg. Ja. Thank you.
nicht mehr in die Ferne blicken, keine Praktikumsplätze suchen und keinen Männern hinterherrennen. Nicht bangen, nicht warten, einfach genießen, die warmen Tage, den Wind an den Beinen und den Kaffee heute Morgen. Das ist alles so schön. War das schon immer so? Ich glaube, gegen das Kranksein und das vielleicht bald Sterben ist alles schön. Das war die beste Idee von dir mit dem Meer. Sag mal, schwimmt da Pam? Hä? Schwimmt da Pam? Scheiße! Meine Perücke! Oh nein! Das erinnert mich an Frankreich. Kannst du dich, ob ich am Campingplatz morgens um 4 auf dich gewartet habe und du nicht wiedergekommen bist? Dann habe ich nicht da, bitte. Wie hieß er noch? Olivier? Nee, Jean. Pierre, natürlich. Pierre. Du warst in seinem Zelt und ich dachte schon, du bist verschleppt worden oder sonst was. Dabei hat er mich nur entjungfert, das ist viel schlimmer. Ein denkwürdiger Abend. Geht so. Du hast gar nichts mehr von der Uni gesagt. Willst du dein Studium weitermachen im nächsten Semester? Bella, da kann ich noch gar nicht drüber nachdenken. Manchmal denke ich, es könnte einfach alles genauso bleiben. Alle sind immer zusammen und sich so nah. Es ist, als wäre die ganze Zeit Weihnachten. Und das möchte ich nicht verlieren. Du wirst gesund. Mal sehen. Denkst du eigentlich manchmal an die Zukunft? Ich versuche es nicht zu tun. Und es geht? Ich übe noch. Dann jetzt, hier, in diesem Moment. Was ist das mit uns beiden? Sag du. Okay. Ich würde sagen, wir haben eine Beziehung. Beziehung. Ich weiß, du, ihr seid alle für mich da. Aber ich kämpfe jeden Tag. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Kampf gewinnen werde. Wenn du jemanden kennenlernst, dann will ich nicht, dass du Nein sagst wegen mir. Ich möchte, dass es zwischen uns wieder so wird wie früher. Ohne Druck. Ohne Verflechtung. Es ist aber nicht mehr so, wie es früher war. Aber ich habe das Gefühl, dass für jemand anderen da einfach nicht genug Platz ist. Triff auch andere Frauen. Ich brauche einfach mehr Sicherheit und ich muss sehen, wie die Bestrahlung klappt. Hey. Das ist der Tumor. Das sind die Wege der Röntgenstrahlen. Ihre gesunde Lunge wird unter der Bestrahlung leiden, sowie die angrenzende Rippe. Die Bestrahlung ist täglich. Dauert nur 3-4 Minuten. Also bestrahlen heißt nichts anderes als einfach wegbrennen und was im Weg ist, kriegt auch was ab? Nur teilweise. Und sie spüren nichts, keine Schmerzen. Wie lange machen wir das? Nach ungefähr 6 Wochen machen wir eine Untersuchung und dann sehen wir weiter. Wie stehen meine Chancen? Das Glas ist halb leer oder halb voll, wie man es betrachtet. Scheiß Teil.
Genau, dann einmal dort bitte Platz nehmen. So, wir gucken jetzt noch einmal alle Felder durch. Okay. 15. Mhm, okay. Ja, okay, das sieht korrekt aus. Frau Ritter, dann würden wir jetzt anfangen mit der Bestrahlung. Wir können Sie sehen und hören über die diversen Kameras, die hier im Raum hängen. Falls etwas sein sollte, machen Sie einfach auf sich aufmerksam und dann sind wir wieder bei Ihnen. Bis gleich. Frau Ritter, das war dann die erste Bestrahlung. Hat alles gut geklappt? Die Arme können Sie wieder runternehmen. Du Krebs, ich weiß, du bist immer da. Aber ich habe auch ein Leben. Mein Leben. Du hast mir eine Menge genommen, aber eine Menge habe ich auch noch. Ich habe jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde für mich. Nicht geräuschlos atmen, sondern lauthals nach Luft schnappen. Den Moment genießen, das habe ich durch dich gelernt. Die Tage so zu nehmen, wie sie sind, und jeden Tag wie 10 Jahre. Durch dich erlebe ich jeden Blick, jeden Scherz, jede Träne und jede Berührung intensiver. Bevor du da warst, hatte ich so viele Wünsche. Vielleicht habe ich aber schon alles. Ich möchte dich hinter mir lassen. Platz für neue Dinge schaffen. Aber du bist ein Teil von mir. Du bist meine Geschichte, ohne die ich nicht kann, auch wenn ich möchte. Hi, was bekommt ihr? Ein Johannisbeersaft, bitte. Und du? Auch. Okay. Durch dich habe ich das jetzt schätzen gelernt. Aber nun will ich das morgen wieder haben. Bitte gib mir das morgen zurück und lass mich gewinnen. Lass mich gewinnen, okay? Deine Sophie. Jan? Hm. Hast du schon mal über deine Beerdigung nachgedacht? Nee, gar nicht. Aber über meine Verbrennung. Verbrennung? Mhm. Wie geht's? Ja, wie Igitt? Willst du lieber unter der Erde vergammeln? Nein, ich stehe auch nicht auf diese Beerdigungsscheiße. Aber meine Familie, die soll einen Ort bekommen, wo sie mich besuchen kann. Also, bei mir soll es eine Riesenparty werden. Alle sollen trinken und feiern. Und DJ Tiesto soll auflegen. Das musst du klar machen, bitte. Mach ich. Bei mir sollen die Stones laufen. Wild Horses. Und das musst du klar machen. Hallo? Ja? Ja, das bin ich. Wer? Was? Mhm,
Okay. Was, was, was? Da hat jemand meinen Blog gelesen. Wer? Von dem Magazin, das Magazin. Kennst du das? Ich hab doch gesagt, dass du super schreibst. Ich hab dich entdeckt. Du hast mich entdeckt. Wie geil. Wow. Ach. Dann habe ich angefangen zu schreiben. Es hat mir total Spaß gemacht, dieses Spiel mit den Perücken und davon zu erzählen. Die ist auch echt total cool, die du da aufhast. Das ist Blondie. Okay. Also wir finden es jedenfalls total cool. Deine Perücken und deine Story und so, das hat Power. Wir würden dir gerne eine Seite anbieten in unserem nächsten Heft, in 2 Wochen. Ja, wenn's läuft, kann man da so eine Weekly-Sache draus machen. Ja, wäre das was für dich? Ja, freue mich total. Super. Dann sehen wir uns ja bald schon wieder. Ja. Cool. Danke für den Tee. Okay, bitte. Bis bald. Ich rufe dich dann einfach an, ja? Perfekt. Okay. Guten Appetit, mein Schatz. Ist alles okay? Ich habe Rob gesehen. Ich glaube, er hat eine neue. Er fehlt mir. Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Was denn für ein Fehler? Ich dachte, ich schaff's nicht wegen der Krankheit, eine feste Beziehung zu führen. Ich halte diese Ungewissheit nicht aus. Ich will die Untersuchung jetzt. Ich rufe morgen bei Leonard an. Bist du ganz sicher, dass du... Mama! Ich muss einfach. Entschuldigung. Du hast völlig recht. Das ist deine Entscheidung. Es geht immer nur um mich seit einem Jahr. Du bist immer für mich da. Und ich habe dich nie gefragt, wie das für dich war, bei mir im Krankenhaus zu sein. Hast du eigentlich manchmal, also, ich meine, hast du Angst, dass der Krebs wiederkommt? Ja. Ja, ich habe noch Angst. Aber ich habe viel mehr Angst um dich. Und ich könnte so oft... Oh, Scheiße. Oh Gott. Es tut mir leid. Entschuldige. Wie, Papa? Ja, ich dich auch. Willst du mit dir hin? Ich habe gute Nachrichten für Sie, Sophie. Die Aufnahmen sehen gut aus. Sie sind röntgenologisch frei.
Sie sind frei. Es ist nichts mehr zu sehen. Das war's? Das war's. Ich muss Ihnen sagen, ich hätte es nicht gedacht. Dann hoffe ich, wir sehen uns nicht wieder. Ich auch. Sie werden mir fehlen. Danke. Na? Hey, Süße, hallo. Ich muss dir was sagen. Was denn? Es ist weg. Ich bin frei. Echt? Ist nichts mehr zu sehen. Oh, das ist ja schön. Oh mein, ich weiß gar nicht, ich freue mich so, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, du musst nichts sagen. Komm einfach endlich zurück. Ich will dich sehen. Ja, du siehst mich doch. Nein, richtig. Bist du verliebt? Eva, ne? Wie heißt sie? Diese langbeinige da. Ja, Eva. Eva. Du hast gesagt, du weißt nicht, ob wir nicht eher Freunde sind. Und wenn wir das sind, dann will ich auch mit dir über sowas reden können. Sophielein. Gutes Timing. Ich bin gerade vom Joggen wiedergekommen. Es ist wieder da. Mein ganzer Kopf ist voller Metastasen. Ich kann meinen Körper nicht mehr bewegen. Die scheiß Medikamente haben mich ausgeschaltet.
Und jetzt? Kriegst du eine Chemo? Das wird nichts mehr helfen, Sophie. Ich weiß es. All die Jahre. Kommt immer wieder. So viel allein ist es gut. Erzähl, wie ist es bei dir? Gut. Der Tumor ist weg. Wie toll. Wenigstens du. Ein Foto von mir mit einer Perücke. Ich will auf dem Foto neben diesem Scheißsarg nicht so aussehen. Ich muss meinen Kopf stützen. Geht. Ganz vorsichtig zu. Wie Cindy Crawford. Weiterschreiben, versprich mir das. Ich bin doch ein guter Stoff für eine neue Story, oder? Ja. Das bist du. Es ist alles echt. Meine Gedanken, die zu Worten werden. Ich bin Sue, Daisy, Blondie, Human. Und meine Worte, die zu Perspektiven werden. Das ist alles echt. Die Pfleger, mein Doktor, die CTs, alles echt. Die kleinen Striche und der große Schlussstrich, das ist alles echt. Radfahren im Sommer, spazieren im Winter. Die Sonnenstrahlen und die anderen Strahlen. Es ist alles echt. Emil, mein kleiner Held. Und Chantal, die auf der anderen Seite auf mich wartet. Die Witze meines Vaters und die warmen Blicke meiner Mutter. Die großen Pläne meiner Schwester. Ich muss euch etwas sagen. Flo hat ein super Jobangebot bekommen in Hongkong. Und ich werde mit ihm gehen. So weit. Nicht heulen. Viel Glück. Das ist echt. Meine treue Freundin Annabelle, die mir sagt, alles wird gut. Auch das ist echt. Und Rob. Rob, der mich hält und der mich liebt. Rob, der nicht mehr da ist. Es ist echt. Sue, Lydia, Daisy, Sophie, alle echt. Als ich Leonard erzählt habe, dass ich sogar meine Tage wiederbekommen habe, wollte er mir unbedingt was schenken. Es ist ein Erbstück meines Großvaters. Mit dieser Zange hat er vielen Kindern das Leben geschenkt. Und jetzt gehört sie ihm. Die kleinen Geschenke und das große Geschenk, mein Leben. All das ist echt. Mama? Was ist denn? All das ist echt. Danke für alles. Sophie? Komm gleich. Wir müssen los. Ja, ich beeil mich.
Bella? Hm? Kommst du mal? Du siehst wunderschön aus. Gut aus. Danke. Ich habe deinen Artikel gelesen. Ich bin stolz auf dich. Danke. Wünsche fürs nächste Jahr? Ich will nicht mehr so viel wie letztes Jahr. Außer eines für letztes Jahr. Dann lässt nur den Quatsch mit der Langbeinigen und wir kriegen endlich Babys. Ich habe gute Connection zu Kolumbianern. Ich kann sie auch entführen lassen. Oh Mann, Sophie. Ich mag dich so. Freunde? Hey Leute, es ist kurz vor. Alle raus auf die Terrasse. Schweres als Festhalten. You'll see.